Am Anfang sprach die Jury über verschiedene Weltsichten in der Auswahl. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz anderen Weltsicht. Bevor wir den Film von Alessandro Bavari abspielen, darf ich den Künstler kurz vorstellen. Alessandro ist ein italienischer Künstler, der Kinematografie, Fotografie, Kunstgeschichte und eine Reihe anderer Themen in Rom an der Akademie für Bildende Kunst studiert hat. Er hat sein eigenes Branding entwickelt in den verschiedenen Technologien, Öl, Malerei, Wasserfarben. Gleichzeitig begann er, diese verschiedenen Techniken zu mischen, und er hat die fotografischen Drucktechniken exploriert. 1993 kam die digitale Manipulation hinzu. Er entwickelte eine sehr persönliche künstlerische Sprache. Diese Sprache zieht industrielle und organische Produkte aus der Natur mit ein, bevor ein fotografischer Prozess angewandt wird. Die Digitalisierung, ich zitiere jetzt den Künstler, führt zu einer Kontaminierung innerhalb der Kunstformen und löst Grenzen auf. Alessandro Bavari hat die Goldene Nika gewonnen. Ursprünglich war das nicht der Favorit der Jury. Einige von uns konnten diese apokalyptische Weltsicht nicht teilen. Dennoch stellten wir fest, dass das einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat. Und was hier als geometrische Felder beginnt, entwickelt sich in die Vision des Künstlers einer albtraumhaften Schwarz-Weiß-Welt, in der menschliche und architektonische Formen miteinander sich vermischen. Das kulminiert in einer impressiven visuellen Tour de Force. Alessandro Bavari schafft hier ein Gemenge von Dreck, Mist und Staub inmitten kollabierender Räume, die die Bühne bilden für seine sich verwandelnden menschlichen Körper mit sich verästelten Gliedern, die ständig die architektonische Umgebung aufzubrechen scheinen. Das war das Jury-Statement. Kommen wir jetzt zum Film, den wir uns in voller Länge ansehen. Thank you.
As you have seen the Wie Sie gesehen haben, ist dies ein audiovisuelles Kunstwerk und darauf konzentriert sich Alessandro. Alessandro, jetzt ist es an Ihnen. Die Präsentation erfolgt in italienischer Sprache. Es gibt eine Dolmetschung ins Deutsche und aus dem Deutschen wiederum ins Englische. Buongiorno a tutti. Guten Tag allen. Cercherò di fare, cercherò di spiegarvi perché ho prodotto Metachaos e come l'ho realizzato. Was ich Ihnen jetzt erklären möchte, ist, warum ich Metachaos gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Nell'accezione, allora, generalmente in diverse occasioni mi è stato chiesto perché ho chiamato questo lavoro Metachaos, l'ho intitolato Metachaos piuttosto che Chaos. Ich habe mich manchmal gefragt, warum ich dieses mein Werk Metachaos genannt habe und nicht nur einfach Chaos. Perché Chaos, nell'accezione del termine, per come viene comunque considerato, rappresenta qualcosa di infausto, di negativo, di irreversibile. Weil Chaos im eigentlichen Sinn oder wie es auch verstanden wird, ja eigentlich etwas sehr Negatives, Chaotisches, Irreversibles bedeutet. Mentre invece dal mio punto di vista, che è un punto di vista prettamente artistico e forse anche romantico, mi piace considerarlo quasi come un atto generativo, quasi come un evento divino, un evento creativo. Ja, weil ich Chaos aus meinem künstlerischen Standpunkt und vielleicht auch aus einem romantischen Standpunkt heraus als etwas sehr Kreatives sehe, etwas Positives, etwas, wo etwas daraus erwachsen kann. Per esempio, ecco, facendo una metafora, mi viene da pensare al caos interiore di diversi artisti nel corso della storia dell'arte. Wenn ich da zum Beispiel kurz eine Metapher machen kann, wenn ich an das innerliche Chaos vieler Künstler denke. Come per esempio Caravaggio, che era comunque un personaggio abbastanza caratterialmente controverso. Wie zum Beispiel Caravaggio, der ja eine sehr oder relativ kontroverse Persönlichkeit war. O anche Van Gogh, o Basquiat, o Bacon, comunque erano Van Gogh, Basquiat. Wie zum Beispiel auch Van Gogh, Basquiat. Personaggi del genere che comunque grazie al loro caos interiore hanno permesso all'arte di evolversi, altrimenti tuttora staremmo a dipingere Sante Madonne. Denn diese Künstler haben es dank ihres innerlichen Chaos ermöglicht, dass sich die Kunst weiterentwickelt hat. Ohne sie wären wir vielleicht immer noch dabei, Jesuskinder und Madonnen zu malen. Mentre invece per rendere negativo l'accezione del termine Chaos mi è stato sufficiente mettere davanti il termine Neta. Meta. Und deshalb habe ich es für mich selbst als ausreichend empfunden, vor das Wort Chaos die Vorsilbe Meta zu setzen, um meine Auffassung von Chaos zum Ausdruck zu bringen. Che Meta dal greco significa oltre, quindi oltre il Chaos. Meta heißt im Griechischen darüber hinaus, das heißt über das Chaos hinaus. Quindi qualcosa che davvero in questo caso vuole rendere irreversibile il senso del caos, cioè, o meglio. Das heißt, etwas will eigentlich das Chaos irreversibel machen. Da muss ich mich jetzt besser ausdrücken. Inteso però come caos artificiale, perché il caos comunque in sé è intrinseco nella natura, fa parte, è un evento universale che genera appunto vita. Das Chaos an sich ist ja eigentlich künstlich, denn im Grunde gibt es Chaos in der Natur, ist ein Bestandteil der Natur, das auch Leben schafft.
mentre invece il metachaos io lo vedo come appunto qualcosa di irreversibile, e quindi legato ai moti sociali, alle guerre, alla follia. Und ich sehe im Metachaos del genere umano irreversibles angesichts der sozialen Wirren, angesichts der Kriege, angesichts des Hasses. Inoltre il titolo e per il nome Metachaos è preso in prestito dal nome di un microbo. Che è caratterizzato dalle continue mutazioni nella forma. Dieses Metachaos, das Meta, kommt ja eigentlich von einer Amöbe, die immer wieder ihre Form verändert. E che appunto si riproduce per mitosi e per partenogenesi. Und diese Amöbe, die reproduziert sich ja durch Mitose oder durch Parthenogenesis. Qui l'idea formale di sviluppare anche il video in questo modo, con questa trasformazione dei corpi fino alla loro mutazione. Und das ist auch die Grundlage dieses Videos, nämlich diese Mutation der Körper, diese immer wieder stattfindende Veränderung. Dunque, il video inizia con queste due forze contrapposte. Quindi, das Video selbst beginnt mit diesen beiden gegensätzlichen Kräften. È una metafora abbastanza diretta, quindi due forze contrapposte, quindi che possono essere intese come il bene, il male, la vita, la morte, o come il classico Yang e Yin, per esempio. Diese Metapher ist eigentlich eine sehr leicht verständliche klassische, kann darstellen den Tod oder das Leben, Yin oder Yang, das Gute oder das Böse zum Beispiel. Però al momento in cui queste due forze colligono e una prevale sull'altra, collidono e una prevale sull'altra, allora lì si entra nel metacaos, proprio perché c'è un'artificiosità dei moti umani in un certo senso. Aber wenn sich diese beiden Kräfte aufeinandertreffen und wenn eine Kraft dann stärker ist als die andere, dann entsteht dieses Metachaos, dieses Übereinanderlaufen von verschiedenen Kräften, dieses Durcheinanderwürfeln. Dal punto di vista del progetto, nella sua totalità, Metachaos in realtà è un progetto articolato in appunto il video, 10 fotografie di grandi dimensioni e una serie di dipinti. Und das Metachaos der Film besteht jetzt im Grunde aus einem Video, 10 Fotografien und einer gewissen Anzahl von Gemälden. E questo poi il video in sé l'ho realizzato proprio per la necessità di mettere in movimento quello che ho sempre fatto in pittura e fotografia, perché io nasco più come pittore e fotografo, però essendo un artista visivo ho avuto la necessità poi di andare oltre, quindi andare a creare appunto questo video. Ich habe es deshalb dann auch in Form eines Videos gemacht, weil meine Absicht war, das, was ich als Fotograf oder als Gemälde, als stehendes Bild sehe, in Bewegung zu setzen, weil ich ja eigentlich von meiner Herkunft her Fotograf und Maler zuerst bin. Und dieses Video hat mir die Möglichkeit gegeben, das eben zu bewegen. Portando poi tutta l'esperienza nella realizzazione del video, tutta l'esperienza, il retaggio passato dei precedenti studi artistici e cercando di mantenere lo stesso approccio costruttivo che ho avuto nelle tecniche precedenti, vale a dire nella fotografia e nella pittura. Und ich habe versucht in diesem Video alle meine Erfahrungen, alles das, was ich in meinem Kunststudium gelernt habe, unterzubringen und auch meine Erfahrungen und Ansichten als Fotograf und als Maler. E da qui, per avere appunto questo approccio così estemporaneo e istintivo, ho deciso di realizzarlo senza sceneggiatura,
quindi è stato un approccio molto istintivo. La lavorazione è cresciuta man mano che lo realizzavo. Um diese, diesen Approach eben noch deutlicher zu machen, habe ich entschieden, dieses Video sehr spontan zu machen. Das heißt eigentlich fast auf instinktive Art, ohne wirkliche echte Inszenierung. Anche la colonna sonora, che è strettamente legata al video, è stata realizzata dal musicista Jeff Ensign, che è uno statunitense, man mano che andava avanti con il video, per cui in parallelo c'è stata inizialmente è stata realizzata una traccia musicale sulla quale poi si è andata a ritoccare di fino, cioè si è andata a ritoccare, fare un fine tune su tutti i dettagli, quindi gli stacchi, i silenzi, le pause, eccetera. Und die Soundkulisse, die ja von einem Amerikaner stammt, da war es auch so, dass bei der Entwicklung des Videos das immer schrittweise entstand. Das heißt, es gab einen Track mit dem Sound, dann wurde das Video dazu gespielt und dann wurde das Feintuning im Nachhinein dann immer wieder durchgeführt. Per quanto riguarda le riprese video, perché inizialmente le riprese sono state fatte in un ambiente industriale dismesso. Und was jetzt diese Videoaufnahmen angeht, so wurden diese zu Beginn auf einem aufgelassenen Industriegelände gemacht. Per scelta le riprese sono state fatte da me e da un collaboratore, e per scelta abbiamo fatto tutto in camera live. Diese Aufnahmen wurden von mir und von einem Kollegen von mir gemacht und wir haben uns beide dafür entschieden, diese Aufnahmen mit einer Live-Kamera zu machen. Togliendo, per avere questo effetto di tremolio continuo e di instabilità nelle riprese, togliendo addirittura la stabilizzazione dell'obiettivo. Und um diesen Tremolo-Effekt, dieses leichte Zittern, immer gut wiedergeben zu können, haben wir sogar im Objektiv den Stabilisator entfernt. Poi, ecco, in quanto essendo un artista nato con attraverso le tecniche tradizionali analogiche, quindi la pittura, l'incisione e la fotografia, ho deciso di usare proprio di inserire all'interno del video anche alcune di queste tecniche. Und da ich ja eigentlich ein Künstler bin, der mit den traditionellen, den analogen Methoden aufgewachsen ist, so wie das Malen, die Inzision oder die Fotografie, habe ich auch versucht, diese Techniken im Video unterzubringen. Quindi ho lavorato molto con inchiostri gettati in acqua e poi ripresi mentre si allargavano appunto dentro. Ich habe zum Beispiel auch viel mit Tinten mit Tinte gearbeitet, die dann in Wasser mit Wasser verdünnt wurde und dann im Zerfließen aufgenommen wurde. Idem per le particelle, in parte sono state realizzate più o meno in questo modo, quindi con riprese vere di particelle gettate in acqua. Idem il ferro liquido, inizialmente il ferro liquido è quel materiale che reagisce a delle ai campi magnetici creando delle forme. Dann habe ich auch Teilchen zum Beispiel in Wasser geworfen und dann aufgenommen, beziehungsweise habe auch mit flüssigem Eisen gearbeitet, denn das flüssige Eisen zeigt ja auch Magnetfelder. Per quanto riguarda invece tutte le animazioni, ho realizzato tutto naturalmente in 3D con dei software specifici quali XSI. Ja, also was dann die Animation anbelangt, so habe ich das natürlich auf in 3D gemacht mit einer speziellen Software XSI Softimage, per la modellazione ZBrush. ZBrush zum Beispiel. I frattali, ho usato anche parecchi frattali. I frattali sono le forme matematiche. Und für die geometrischen Formen habe ich per diversi software, habe ich dann auch verschiedene Softwares für die geometrischen Formen verwendet. Also eine Software, die eben so geometrische Formen erzeugt.
Tutto il lavoro poi è stato editato in software di, appunto, di editing come After Effects e montato in programmi di montaggio. Come das Ganze ist dann in Editing After Effects entstanden, montato? Montaggio con un programma sempre di montaggio che è MediaCentro. MediaCentro. Und die Montage erfolgte mit MediaCentro. Che altro dire? Was kann ich jetzt noch dazu sagen? Io ho portato un piccolo make-off del lavoro, giusto per mostrare un po' la complessità, per mostrare un po' la stratificazione delle varie scene. Inizialmente possiamo vedere. Ich habe Ihnen da jetzt eine DVD mitgebracht, das Make-off, wo eben die verschiedenen Schichten zum Beispiel zu sehen sind, beziehungsweise eben wie das Ganze entstanden ist, zum Beispiel. Quindi nella base vediamo semplicemente la scena del girato, così com'era, poi post-prodotta. Dann sieht man zuerst einmal die Szenen, zu Beginn sieht man die Szenen so, wie sie gedreht wurden. Poi lo stratificato, ecco qui per esempio abbiamo visto uno degli inchiostri che colano su carta, poi inseriti sulla scena, ripresi in telecamera. Da sieht man zum Beispiel, bei diesem Bild hat man jetzt gesehen, so eine Tinte, wie sie dann eben vom Papier herunterrinnt und dann nachher in die Szene eingebaut wurde. E poi o mappati sulla scena o inseriti con la tecnica di camera tracking nelle scene in 3D. Dann habe ich dann auch die mit der Tracking-Kammer dann eben Szenen in 3D eingebaut. Ecco, la camera tracking è stata fondamentale in quanto tutte le scene, essendo girate a mano libera, era necessario poi riuscire a matchare, a inserire, matchare come si può in termine tecnico, cioè a far coincidere i movimenti della camera. Mm-hmm. I movimenti delle scene in 3D con quelli del girato della camera. Ja, und diese Tracking-Kammer habe ich ja deswegen verwenden müssen, weil ich ja das Ganze mit Live-Kammer aufgenommen habe und die Bewegungen mit der Live-Kamera dann auf die Inszenierung angepasst werden musste. Praticamente la tecnica di camera tracking consiste nel catturare i movimenti della camera reale, trasformarli in una curva che poi viene generata all'interno del programma in 3D. Diese Tracking-Kamera funktioniert ja so, dass man die Bewegungen, die mit der Realkamera aufgenommen werden, werden in eine Kurve umgewandelt und dann in die Szene eingebaut. Mentre tutto quello che vediamo in movimento nelle scene, o in quasi tutto, è stato tutto generato digitalmente, a parte ferro liquido, a parte alcune particelle, a tutto quanto. Wie Sie eben sehen, wurde alles auf 3D aufgenommen, mit Ausnahme verschiedener freien Teilchen oder des flüssigen Eisens. Avrei finito, io credo di aver detto tutto, se poi qualcuno magari è interessato a approfondire l'argomento facendo delle domande, non so. Ich bin jetzt zum Ende gekommen. Ich glaube, dass ich soweit alles gesagt habe. Wenn vielleicht jemand eine Frage hat, soll die. Okay. I think maybe David, you take this one so they could sit one beside the other. No, you take the other seat. So here. Of course. Please. Yeah. So you've seen two very. Ja, wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Stücke gesehen. Und ich nehme an, es gibt Fragen. Also bitte. Gibt es einen besonderen Grund, warum Sie sich dafür entschieden haben, nicht alles im großen Detail zu rendern?
Ja, ich mache das seit Jahren. Es ist ein Preview-Rendering und das erleichtert einem das Leben. Die meisten Szenen, die Sie gesehen haben, sind Hardware-Rendering. So wie Sie das auf der Schnittstelle sehen. Also üblicherweise gibt es nur eine Schicht, manchmal auch zwei, aber normalerweise nur eine. Und dann Color Correction, das erleichtert einem das Leben. Das Ziel in meinen Projekten war, eine Möglichkeit zu finden, sehr rasch zu arbeiten. Animation macht einfach viel mehr Spaß, wenn man nicht den ganzen Tag mit Rendering verbringen muss, insbesondere 3D. Und je direkter, je unmittelbarer, umso mehr Spaß macht es. Das war der Grund. Weitere Fragen? Die Jury war der Auffassung, dass alle ausgewählten Beiträge sehr unterschiedliche Weltperspektiven aufzeigen. Stimmen Sie dem zu? Glauben Sie, ist das eine kulturelle Frage? Hängt es mit Ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund zusammen oder ist es eine Generationenfrage? Sollte ich darauf antworten? Oder beide? Ja, die Frage richtet sich an beide. Ich würde sagen, es ist ein bisschen von beiden. Ich habe viel Inspiration aus dem Internet bezogen, nicht von der Malerei oder von der Fotografie, sondern von diesem Informationsüberfluss, mit dem ich aufgewachsen bin, das hat mich inspiriert. Videospiele, das Internet und natürlich auch das Kino, New Cinema, alles zusammen hat da hineingespielt. Das war mein Ausgangspunkt und nicht so sehr die analogen Medien. Ich habe mich ein bisschen mit Zeichnen beschäftigt, aber ich komme nicht von den analogen Medien. Ja, Sie sind mit dem Computer aufgewachsen. Ja, nicht so wie die Generation jetzt. Aber natürlich, ich bin mit YouTube aufgewachsen. Ich habe viele Videospiele und Cartoons natürlich gesehen. Alessandro, und wie war das für Sie? Ist das eher eine Generationenfrage? Oder hängt es mit dem kulturellen Hintergrund zusammen? Was würden Sie sagen? It's a little bit complicated. Es ist ein bisschen schwierig, wir haben da jetzt mehrere Sprachen. Ho avuto il mio approccio con le macchine, con i computer a 32 anni. Ich glaube schon, dass das ein Generationsproblem ist, weil ich zum Beispiel, ich habe den ersten Kontakt mit dem Computer im Alter von 32 Jahren gehabt. Quindi fino ad allora ho lavorato quasi unicamente, cioè unicamente con tecniche tradizionali della pittura, ma anche con l'aerografia, che in quegli aerografia lo strumento è una penna collegata a un getto d'aria che spruzza il colore, serve per disegnare, per fare un certo tipo di disegni. Un aerografista famoso, per esempio, era Giger, lui lavorava con l'aerografo ed era una tecnica abbastanza avanzata in quegli anni, era una tecnica nuova. Ja, aber ich habe eben hauptsächlich mich mit Maltechniken beschäftigt und auch mit der Aerografie. Und das war damals zu meiner Zeit eine bereits sehr fortgeschrittene moderne Technologie. Allora. Damals eben. Dopodiché nel 93 ho comprato il mio primo Macintosh perché lì avevo capito la potenzialità effettiva di queste macchine. Im Jahr 1993 habe ich mir dann meinen ersten Macintosh gekauft und da ist mir dann erst bewusst geworden, was man mit solchen Geräten alles machen kann, welche Potenzialität dahinter steckt. Allora erano 4 Mega di RAM e 80 Mega di Hard Disk. Era molto dura la Es war 4 Mega RAM und 4
80 Megabyte. Und 80 Megabyte Festplatte. Also es war nicht leicht damit zu arbeiten. E nonostante questo ho cominciato a lavorare soprattutto con la fotografia però sul computer, quindi ho continuato ad usare la pellicola classica, tra l'altro la pellicola io l'ho usata fino a 6 anni fa, sono passato 6 anni fa alla fotografia digitale perché già 6 anni fa era sufficiente per quello che mi occorreva fare. Und ich habe dann eben mit der Fotografie weitergemacht und da habe ich einfach mit der Filmrolle gearbeitet und erst vor 6 Jahren habe ich dann, also mit der Analogen und erst vor 6 Jahren habe ich dann mit der digitalen Fotografie begonnen, weil das einfach auch eine Notwendigkeit war. Quindi ecco, per concludere, sì, una questione diciamo generazionale ma anche retaggio artistico e culturale in quanto i miei studi sono stati tutti affrontati con le tecniche tradizionali, però la voglia di approfondire c'è sempre, per cui io sono sempre pronto e il primo ad accogliere le nuove tecnologie, perché dico sempre che se Leonardo da Vinci avesse avuto un computer sicuramente l'avrebbe usato senz'altro. Ja, und deswegen möchte ich sagen, es ist wahrscheinlich schon eine Generationenfrage prinzipiell. Andererseits muss ich dann auch sagen und auch von mir ausgehen, ich bin immer bereit, neue Techniken auszuprobieren, stehe neuen Techniken immer offen gegenüber. Und eines möchte ich noch sagen, hätte Leonardo da Vinci schon den Computer gekannt damals, er hätte ihn sicher verwendet. For sure. For sure. Additional question for you. You came pretty late on computer animation. Ja. Sie haben also Computeranimation gemacht. Sie kommen von der Malerei her. Ist die Computeranimation für Sie, für Ihre Arbeit, eine Erweiterung sozusagen oder eine Alternative? Senz'altro un'espansione. Well, for me it means an enrichment, an extension. It's an enrichment. An extension, particularly because it has always been my intention to use photography and painting in order to move things. Can you hear? Che io ho iniziato a fare comunque animazione nel 95, animazione in 3D, con i primi software 3D, passando mano a mano a software più evoluti, quali appunto in quegli anni il massimo che c'era era Softimage. Aber ich muss dazu schon sagen, dass ich 1995 dann mit Computeranimation angefangen habe, mit den ersten Softwares, die es damals gegeben hat. Und dann bin ich dann eben übergegangen zu den moderneren, nachfolgenden Software. Softimage. Softimage. E comunque ho lavorato insomma da quegli anni, nonostante la potenza di calcolo e la potenza dei computer fosse decisamente minore rispetto a quello che abbiamo adesso, ho cominciato a lavorare anche su prodotti quali videoclip, soprattutto in particolare videoclip, però sempre in team, quindi erano lavori molto, molto grandi, molto impegnativi. Anche se poi in effetti Metachaos io l'ho fatto tutto da solo, però ho impiegato 3 anni. Und ich habe dann eben begonnen, diese ersten Videoclips zu machen, damals mit Computern zwar, die aber natürlich noch leistungsmäßig sehr noch nicht ausgereift waren. Damals habe ich auch aber immer im Team gearbeitet. Das heißt, das waren immer eigentlich Großprojekte, während ich Metachaos, das möchte ich betonen, alleine gemacht habe. So I think that's a really interesting point because ja, das ist wirklich eine sehr interessante Sache. Alle ausgewählten Beiträge
wurden auf einem einfachen PC produziert von Einzelpersonen. Und ich glaube, das wäre vor 10 oder 15 Jahren nie möglich gewesen. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ein Journalist mich einmal fragte, glauben Sie, kann ein individueller Künstler hier überhaupt mithalten im Wettbewerb mit der Filmindustrie? Und ich sagte, tja, ich bin nicht überzeugt davon. Jetzt hat sich das total geändert. Die Werkzeuge, die Tools sind verfügbar und die Künstler müssen nicht mehr die Software selber schreiben. Alles ist bereits verfügbar. Man kann auswählen. Stimmen Sie dem zu, David? Ja, es ist auch leicht, Software herunterzuladen. Und das ist erstaunlich. Wir können das einfach uns leicht beschaffen. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Arbeit machen kann. Ich kann mir legal Software runterladen. Also, auch einfache Computer können die Software verwenden. Man braucht nicht einen besonders teuren Computer haben. Ich spreche nicht von der alten Zeit, sondern von jetzt. Man gibt auch, es gibt Software für das iPhone. Und das finde ich ganz in Ordnung. Es ist schon erstaunlich. Gibt es noch weitere Projekte, die in Planung sind? Die Frage richtet sich an Sie beide. Was ist der nächste Film, den Sie planen? Avatar 2. Das wird was Großes. Hauptsächlich Pornografie. Ganz obszön. Es ist nicht mein Skript, nicht mein Drehbuch. Es stammt von James Cameron. Er will einfach viel Sex. Das ist also mein nächstes Projekt. Im Jahr 2014 wird es soweit sein. Wir warten schon darauf. Und für Sie, Alessandro, gibt es da auch ein Projekt? Bin ich auch der Meinung, jetzt sind wir im Zeitalter der Demokratisierung der Technologie, das heißt, jeder hat Zugang zu den technischen Hilfsmitteln und kann sie eben so wie er will verwenden. Però secondo me è anche molto importante avere comunque sempre un approccio autoriale, nel senso che sì, si può competere con la grande industria, però è importante mantenere comunque il suo stile e avere sempre un approccio autoriale anche perché produrre da solo un progetto come quelli che si vedono al cinema non avrebbe senso. Insomma, è importante magari fare un piccolo progetto che si distingua stilisticamente e che abbia comunque un risultato che sia comunque un risultato sia autoriale ma anche artigianale alla fine. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass also man kann in Wettkampf mit der Industrie, mit der industriellen Vermarktung gehen, aber ich glaube, es ist immer sehr wichtig, dass man trotzdem, wenn man ein persönliches Projekt macht, seinen persönlichen Stil beibehält, autoreal bleibt und dass eben, wenn man ein Projekt macht, dann immer der eigene Geist da hervorscheint noch. Per quanto riguarda il mio prossimo progetto ho delle idee, sinceramente, che sono ancora allo stato embrionale, ma sarà un misto, sarà molto girato live, penso anche con attori veri, con inserimento di computer grafica all'interno delle scene. Ich habe jetzt schon, was meine zukünftigen Projekte angeht, eines in petto. Da muss ich aber sagen, das ist eigentlich noch im Embryonalstadium. Ich habe da eben vor, eine Performance mit echten Personen zu machen, die dann eben in Kombination mit Computeranimation oder 3D realisiert wird.
e sarà qualcosa di molto molto demenziale, grottesco e molto crudele pure, forse anche più di Dana Gauss. Aber es, eines weiß ich schon, es wird etwas sehr, sehr Groteskes werden, auch sehr Grausames und noch viel grausamer als Metachaos. We are also waiting for your new piece. Ja, wir warten auch schon auf Ihr neues Stück. In 3 Jahren vielleicht. Oh. I don't see... So, ich sehe jetzt nicht weitere Fragen. Doch. Wie sieht denn Ihr Arbeitsablauf aus? Beginnen Sie mit einer Idee, mit einem Konzept oder zeichnen Sie viel und entwickelt sich das Ganze von daher? Es beginnt immer mit einer Idee. In The External World, haben Sie gesagt, es war ein bisschen anders. Da gab es die Geschichte und dann kam die Animation dazu. Aber bei den anderen Arbeiten war es ja unterschiedlich. Ja, das ändert sich mit den Projekten. Aber ich versuche, möglichst flexibel vorzugehen. Und ich mag eine kurze Rendering-Zeit, wie ich schon gesagt habe. Das Design ändert sich bis zur letzten Minute. Diese Freiheit mag ich. Gewisse Dinge bleiben bis zum Schluss flexibel. Ich zeichne da nicht sehr viel. Mir gefällt das Modeling mit der Software. Und das geht einfach so viel schneller. Ich habe eine ausreichend große Bibliothek. Wenn ich einen Sessel brauche, habe ich einen Sessel zur Verfügung. Und für meine Charaktere, da habe ich auch schon Vorlagen. Und ich mag diesen Prozess. Es geht einfach so schnell, keine Rendering-Zeit. Also da muss ich nicht viel zeichnen oder malen. Aber ich hole mir Hilfe mit den Farben. Ich bin ein bisschen farbenblind. Und ich gebe meinem Freund Screenshots. Und am Ende eines Projekts verwendet er Photoshop für die Farbgebung. Dankeschön. Noch eine Frage? Also Sie sind mit Videogames aufgewachsen, David, den Medien unserer Zeit. Die Frage nun an Sie, was halten Sie von interaktiver Kunst? Kann ich mit Animation interagieren, ohne dass ich da Knöpfe drücken muss? Wo ist der Unterschied? Ja, ist ganz anders. Ich habe Probleme mit der Interpretation vieler Leute von interaktiv. Ich will hier nicht meine Meinung vortragen, aber da Sie nun die Frage gestellt haben, will ich darauf antworten. Die Leute sagen, ja, man drückt einfach auf einen Knopf und es passiert etwas und das ist schon interaktiv. Der Betrachter ist da engagiert. So läuft das nicht. Die Leute gehen ja immer noch ins Kino. Warum? Wenn man eine statische Animation oder irgendeinen Film sich ansieht, so was wir heute gesehen haben, dann interagiert man psychologisch. Bei einem guten Film interagiert man psychologisch, obwohl sie keine Kontrolle über Anfang und Ende haben. Bei einem guten Film ist es doch so, dass sie sich traurig fühlen, wenn sich jemand auf der Leinwand traurig fühlt. Oder glücklich, wenn jemand auf der Leinwand glücklich ist. Aber in der Welt der Interaktivität, glaube ich, geht es um mehr. Und ich hoffe sehr, dass es da noch zu einer stärkeren Verschmelzung kommt. Ich spiele Videospiele natürlich und das ist sehr interaktiv. Aber bin ich da emotionell stärker engagiert, so wie in einem guten Film? Auch nicht wirklich. Zumindest meine Meinung. Es ist faszinierend. Mich interessiert beides. Aber ich glaube, dass ein lineares Video auch interaktiv ist. Dankeschön. We are running out of time. Es läuft die Zeit davon. Vielen Dank. Ich
habe Ihnen versprochen, ich werde Ihnen den ganzen Film von Alex Roman zeigen. Er hat auch eine Auszeichnung bekommen. Vielleicht können wir einen Ausschnitt sehen. Der ganze Film ist nämlich über 10 Minuten lang. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich dafür, dass Sie hierher gekommen sind. Danke für Ihre Beiträge. Der nächste Pri-Forum betrifft interaktive Kunst und beginnt um 14.30 Uhr. Und Tomoe Moriyama wird hier moderieren.